So, jetzt seid ihr da, wir sind auch da. Die Original-Rebellentaler machen Musik für euch. Genau an dem Fleck da, wo ihr steht. Euch doch einfach mal zu. Mal bitten du dein Haar hier, ho, hey. Viel Spaß damit. Da ist eine neue Kiste, hin am Ofen und am Sofa, weiß man im Platz, dass es keine Fehler hat. Da ist eine Naus in die Scheier. Hi-ho, hey, wo bist du, hey? Wo bist du, Deutsch? Hi-ho, hey! Morgen, ihr Lieben. Wir haben Pfingstmontag 2024 und wir sind heute Morgen auf die Juhe bei Meierbach gefahren und wollen hier jetzt eine Wanderung starten. Und zwar machen wir den Mundartwanderweg Beschnitztal. Das ist eine Strecke über 5,5 bzw. 11 Kilometer. Ja, also je nachdem kann man machen, als Familie den kleinen Weg, wenn man Wanderer ist, den langen Weg, den machen wir heute. Also haben wir uns vorgenommen. Denken wir mal. Und zwar wird da der Aureweller Dialekt ein bisschen vorgestellt mit Liedern und Gedichten und Erklärungen halt so ein bisschen dazu. Und das werden wir euch heute zeigen. Ja, und jetzt beginnen wir mit dem Mundart-Wanderweg im Beschnitztal. An einer Steigung angelangt. Jetzt geht es hier schön den Berg hoch. Oh ja, ich freue mich schon. Gut. Ja, Station 1 haben wir ja schon hinter uns. Ist genau an dem Parkplatz gewesen. Und jetzt als nächstes dann kommt logischerweise die Station 2. Wie viele Stationen haben wir? Genau? Sechs Stationen. Sechs Stationen und dann wahrscheinlich auch sechs Bubbleboxen. Ne? Nee, ich glaube, es ist nicht überall eine bei. Ah, ja, aber okay. Gleich bei Station 1 war eine Bubblebox mit sechs Knöpfen, die man drücken konnte. Und das war schon sehr amüsant. Also, und jetzt weiter zur Station 2. Uns geht schon schön hoch. Margit hat es geschafft. Da haben wir einen Stein, da steht was drauf. Möhlenbach. Ja. Waldsee, Möhlenbach. Teichanlage. Oh, das kann ich nicht richtig lesen. Wohnzweier jedenfalls.
Station 2 sind wir jetzt angekommen und wir sind jetzt am Steinbruch vorbei und am Zigeunerkopf. Wem der ganze Weg ist zu weit, vielleicht hat er auch nicht viel Zeit, könnte die Abkürzung nun ergehen. Ah, genau. Ja, da geht's runter. Ja. Das ist die Kurzstrecke. Die Kurztour ist 5 Kilometer lang, aber 11 Kilometer mache ich auch nicht lang. Genau. Spinnen eurer Welle, habe Loch in der Hose. Vom Äppelboy habe ich mein Knallrohrinos. Ich esse gern in Hornkäs, sogar mit Musik. Mein Frau ist das Grätsche, ja, das ist mein Bestick. Hey, Fallradittelbums, Fallradei. So, meine Lieben, hier gibt es keine Rabbelbox, sondern hier gibt es einen QR-Code, den man im Handy scannen kann. Und dann kann man auch wieder Erklärungen anhören und auch zwei, drei Lieder. Und ist ganz spaßig, ihr habt es ja eben gehört. Und hier auch an der Station 2 eine schöne Aussicht. Und die Sonne lacht uns auch an. Hier haben wir mitten im Wald eine Strecke für Mountainbike-Fahrer, ein sogenannter Trailpark Waldsee. Das ist eine Sportanlage vom Verein SKG Bronsweier und es wurde in ehrenamtlicher Arbeit von Jugendlichen und Erwachsenen quasi erstellt. Ist aber nur auch für die Mitglieder des Vereins, also man darf da nicht so jetzt drauf fahren und auch keine Fußgänger dürfen hier laufen, weil es viel zu gefährlich ist. Die fahrt ja hier viel zu schnell mit einem Affentempo durch. Wir haben hier schon im Wald viele Mountainbiker gesehen, aber hier jetzt auf der Strecke ist genau niemanden. Und das ist die Rampe quasi, die man dann als Startpunkt nennt. Sehr interessant. Dieses kleine Örtchen gegenüber vom Trailpark ist Bonsweier. Ein sehr kleines, gemütliches Örtchen. Genau, und da laufen wir jetzt oberhalb vorbei. Seht es da einmal wieder kommen. Waldsee hast das Wasser da, still leicht im Wald und macht uns froh. Nicht bloß Forelle springen, dort noch nicht. Erkennt sogar ein Schildkrätchen erblicken.
meine Lieben, wir waren jetzt an Station 3. Das war der Waldsee. Da waren sehr viele Bänke außenrum und auch eine kleine Hütte. Das war, glaube ich, die Bonsfeier Hütte hieß die. Aber hundertprozentig weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, wir sind jetzt schon weitergelaufen. Und kann man sehr schön Rast machen, was wir auch gemacht haben. Das werdet ihr ja sehen. Ja, und jetzt geht es weiter Radler zu Station 4. Schöne Radler getrunken. Genau, schöne Radler getrunken, Brezel gegessen, ja. Eine Feschpa. Und hier hoch ging es noch durch so einen Schlängelpfad, gell? Oh ja, der hat uns jetzt vom Hauptweg quer durch die Wildnis geschickt und jetzt sind wir wieder hier auf dem Hauptweg rausgekommen. Gut. Zwischen Station 3 und 4 hier, wo wir gerade durch den Wald laufen, hat uns der Baum hinter uns den Weg versperrt. Die Marke ist oben drüber und ich bin unten durch. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier eine Bank gefunden, was aber nicht schwer ist auf der ganzen Strecke hier. Also hier gibt es Unmengen von Bänken. Man kann sich also alle paar Meter ausruhen, das ist gar kein Problem. Und jetzt gibt es noch so ein paar Infos zu diesem wunderschönen Wanderweg. Der Mundartwanderweg ist ein Gemeinschaftsprojekt des Odenwaldclubs mit den Ortsgruppen Mörlenbach und Rimbach, der Mundartfreunde Südhessen, dem Geonaturpark Bergstraße Odenwald, sowie Mundartisten aus der Region. Und der Schirmherr ist übrigens der Christian Engelhardt, der Landrat des Kreises Bergstraße. Also hier ist es wunderschön. Hier gibt es einige Seen, an denen man vorbeikommt. Es gibt Streu- und Obstwiesen, wie gesagt, Bänke zum Ausruhen. Es geht natürlich manchmal ein paar Meter hoch, aber dann auch wieder schön runter. Ja, ist nicht so lang. Lange Strecken auch, die wirklich nur gerade sind. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, und ich denke, das kann man auch mit Kindern machen. Jawohl, auf jeden Fall. Kreuzung sind wir wieder angekommen. Jetzt geht es den Brapselweg hier runter nach Albersbach. Das ist der Goldweg und beim Bau dieses Weges in den Jahren 32-33 wurden zahlreiche Silber- und Goldmünzen gefunden. Vielleicht finden wir auch noch einen. Steine Fachwerkhäuser sieht man noch. Obstbeben stehen auf der Streu, ja. Die sind die Grundlage zum Äppelwoi-Gemüse.
So. So, kann man den Code abscannen. Und dann kann man sich die ganze Sache hier anhören. Genau, und das machen wir jetzt hier, ja, auf den zwei schönen Bänken, auf denen Platz ist. Hören wir uns das jetzt an. Genau. So, jetzt sind wir bei Station 4 in Albersbach angekommen. Wir sind jetzt hier direkt im kleinen Örtchen. Hier gibt es ganz wenige Einwohner. Vorhin habe ich es gehört, ich weiß nicht, 260 glaube ich oder so. Ja, also 290 glaube ich. So irgendwas, so in dem Dreh. Weniger wie 300 Einwohner gerade. Und die gibt es schon über 1200 Jahre, dieses Dörfchen. Und in den 60ern, ich glaube 63 oder 64, wurden die zum schönsten Dorf Hessens prämiert. Und ein Jahr später gab es sogar noch eine Goldmedaille. Also ein schönes kleines Örtchen. Nuff zur Alzenau. Da geht's für uns jetzt weiter. Albersbach ging es jetzt doch schön den Berg hoch und wir gehen jetzt als Albersbach raus und der nächste Ort ist dann Alzenau. Ja genau, das haben wir ja gesehen da vorne, Alzenau. Und mal sehen, was es da Schönes gibt. War da am Baum rum. Rasthütte Alzenau, da sind wir jetzt angekommen. Die Margit hat es auch geschafft. Hier haben wir nochmal die Aussicht von dem schönen Rastplatz hier. Den zeige ich euch jetzt nochmal. Hier haben wir nochmal was gegessen und getrunken. Jetzt sind wir wieder gestärkt für den Rückweg. Rasthütte Alzenau. Jetzt wollen wir euch auch noch mal kurz die Station 4 vorstellen. Da haben wir noch so eine Bubblebox. Station 5, ja, genau. Ich war falsch, Station 5 sind wir ja schon, ja. Genau, hier ist die zweite Bubblebox. Ja. Und hier über uns seht ihr schon so die Sonnenschirme. Da ist der Rastplatz Alzenau. Kann man super essen und trinken. Das haben wir eben gerade gemacht zu Warenpreisen. Aber genau, die haben nur Sonn- und Feiertags geöffnet ab 10. Aber trotzdem, also das ist ein Ausflug wert. Das ist wirklich super klasse. Ja. Und hier drücken wir jetzt auch mal wieder die Bubblebox. Was nehmen wir? Die 3, ein Lied. Alle Weile Hubbles und Scheiador. Ich bin die Suse aus Schaboch. Aus Schaboch. Und wir singen jetzt diese Schabischer Chöre mal ein ganz schönes Eurovela-Lied. Jo. Hört gut zu. So, ein kurzer Ausschwenk hier nochmal. Mit der schönen Musik geht unser Wanderweg jetzt hier weiter. Wir gehen weiter. Hallo. Hallo. Ja, die ganze Zeit haben wir jetzt auch hier schon
einen asphaltierten Weg. Der bergauf geht. Aber auch jetzt mal gerade bergab. Aber auch bergauf. Ja, da vorne wieder. Station 6 ist erreicht. Kann man das lesen, Margit, was da steht? Es steht der Wirtschaft ganz allein im stillen Tal, mit dem Gestüt noch nebendran. Islandpferde, große auf der Wiese, beim Wirt kennt Gure, selbst gebrennte genießen. Jawohl, da ist das, die Schnapsbrennerei. Genau. Okay. Und hier wieder der QR-Code, wo man sich dann das Gebabbel anhören kann, ja. Okay, das war jetzt Station 6 und für uns geht es jetzt wieder hier runter. Wir sind jetzt ja Greifswald, genau. Okay. Rechts herum. Obstlehrpfarr. Ah, Ala. Gut, da war eben ein Schild gewesen. Zu der Juhe, wie viele Kilometer? 2,2 Kilometer haben wir. Also noch 2,2 Kilometer auf zum Endspurt. Brennerei. Da ist er. Greifswald. Ja. So, ihr lieben Leute, hier an der Bank, kurz vor unserem Zielpunkt und Startpunkt auch wieder, an der Frauenhecke auf der Juhe, sind wir jetzt angekommen. Und jetzt wollen wir nur noch ein paar Worte sagen zu unserer Wanderung und dann ist auch gut für heute. Oh ja, wir haben nämlich länger gebraucht, wie wir gedacht haben. Aber ist klar, wenn man einkehrt und mehrere Pausen macht und dann dauert es halt auch einfach länger. Und auch mit Filmen natürlich, das braucht auch seine Zeit. Ja. Genau, und viele Pferde haben wir gesehen. Es ging ständig bergauf und bergab. Ja, und was es noch zu sagen gibt mit Kindern? Also ist schon sehr anstrengend, wobei Kinder ja fitter sind wie ich zum Beispiel, muss man offen und ehrlich zugeben. Aber ich denke, also man muss schon geübt sein, um das mit Kindern auch. Genau. Ja, also mit Kinderwagen ist es gar nicht zu empfehlen. Die da wird man, denke ich, glaube ich, eher die Kleine nehmen. Aber mit Kinderwagen oder mit ganz kleinen Kindern ist die lange Strecke nichts. Ja, ich denke mal, das werden so die lange Strecke so um die 200 Höhenmeter gewesen sein. Ja, waren es. Also knapp über 200 Meter. Knapp über 200, ja.
aber wirklich super viele Bänke da zum Ausruhen. Ja, also das auf jeden Fall. Wenn ihr die große machen wollt, ihr habt genug Bänke. Ja, also ich habe sie sehr genutzt, die Bänke. Gerade jetzt zum Schluss hin, jede Bank war Pflicht. Ja. Und über die Mundart hier im Odenwald lernt man auch noch was dazu und lernt noch ein paar Lieder kennen. Genau. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachlaufen von dem Wanderweg. Und wir sehen uns dann irgendwann bei der nächsten Wanderung oder Radtour. Bis dann. Tschüssi.